Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier. Die Polizei ist mit der Räumung am dritten Tag weiter vorangekommen. Das letzte Gebäude des Dorfes sei geräumt, teilte die Polizei Aachen mit. Allerdings sollen sich noch Besetzer in Bäumen sowie in unterirdischen Tunneln aufhalten. Bislang lehnen sie ab, diese freiwillig zu verlassen. Die Räumung des verlassenen Dorfs am Rande des Tagebaus Garzweiler hatte am Mittwoch begonnen und schreitet nach Polizeiangaben rascher voran als gedacht. Bislang wurden laut Polizei gegen 124 Menschen Strafanzeigen gestellt, insbesondere wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und wegen Landfriedensbruchs. Heute werden in der Nähe von Lützerath tausende Menschen zu einer Demonstration gegen die Räumung der Siedlung erwartet. Zu dem Protestzug haben sich auch die Klimaaktivistinnen Greta Thunberg und Luisa Neubauer angekündigt.